Der Kölner Dom. Er gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Im 12. Jahrhundert stand hier schon mal eine Kirche, der Alte Dom. Köln ist damals viel kleiner und hat erst 20.000 Einwohner. Für sie ist der Alte Dom das Wahrzeichen ihrer Stadt. Und eigentlich deutet nichts darauf hin, dass sich das ändern könnte. Doch dann gibt's im 12. Jahrhundert ein Ereignis, das die Geschichte des Doms verändern wird. Der Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel kommt von einer langen Reise aus Mailand zurück. Viele Menschen sind gekommen, um seine Ankunft in Köln zu erleben. Denn im Gepäck hat er angeblich die Gebeine der heiligen drei Könige. Kaspar, Melchior und Balthasar. Und die will natürlich jeder sehen. In den nächsten Jahrzehnten kommen tausende Gläubige nach Köln, um sich die Gebeine im Dom anzusehen und vor ihnen zu beten. Deswegen beschließen die Kirchenmänner, wir brauchen einen größeren, noch schöneren Dom. Es ist